Und unser Sheikh erzählt, Hafidhullah, ein Mann kam zu ihm, und das war in Ägypten. Und er erzählte ihm die Geschichte, was ihm selbst widerfahren ist, dem Sheikh, unter Tränen. Er sagte, ja Sheikh, ich habe etwas getan. Und natürlich im Nachhinein hat er gemerkt, dass er Allah um etwas Gewaltiges gebeten hat. Dieser Mann, liebe Geschwister, ihm wurde Geld genommen. Von einer Person, weil er ja, wie wir das in dieser Zeit vorfinden. Er gab ihm diesen Geldbetrag. Dann forderte er irgendwann den Geldbetrag zurück. Sein Recht. So sagte der Mann, du wirst nichts von mir bekommen, du hast kein Recht bei mir. Nichts werde ich dir geben von diesem Geld. Diese Person hat diesen Kummer im Herzen getragen. Und eines Tages lief er auf der Straße und er sah, dass in einem Gebäude eine Veranstaltung stattfand, oben auf dem Dach. So hat er sich gewundert und er fragte die Leute, wer macht hier gerade eine Veranstaltung? Man sagte ihm Person X und Y, der ihm das Geld geklaut hat. Er sagte, der mich um mein Geld beraubt hat, sie haben ihm gesagt, ja. Und zu diesem Zeitpunkt machte er eine Hochzeitsfeier für seinen Sohn, der Ungerechte, waliyadu billah. Dieser Mann, der ungerecht behandelt wurde, er hat diesen Kummer noch im Herzen getragen. Und er stellte sich vor dem Gebäude und er sagte, ja Allah, du weißt, dass dieser Mann mir gegenüber Unrecht angetan hat. Und ich bin nicht in der Lage, irgendetwas zu tun. Du aber, du besitzt alle Macht und Kraft. Und dann sagte er Worte, die darf man nicht sagen. Aber zu dem Zeitpunkt hat sein Herz gebrannt. Deswegen sprach er diese Worte. Er sagt, ja Allah, wenn du wirklich mächtig bist und wirklich Unrecht hast, dann zeig es mir jetzt sofort. Ansonsten glaube ich dir nicht. Man darf diese Worte nicht sprechen. Nach 2 Stunden brach das gesamte Gebäude zusammen. Fürchtet das Bittgebet von einem ungerecht Behandelten, denn zwischen ihm und Allah gibt es keinen Schleier. Das Bittgebet, er schießt hoch zu Allah Azza wa Jalla, Subhanahu wa Ta'ala.